Meter lang und mit 400 Tonnen Sand beladen. Das ist der One and Only Beach Volleyboot, der heute von Nuelen am Obersee 3,5 Stunden den ganzen Zürichsee durchabgefahren ist bis zum Hafen Tiefenbrunnen. Doch Beachvolleyball spielen auf einem fahrenden Schiff, das ist sogar für Topcracks gar nicht so einfach. Und wirklich die Umgebung, die sich bewegt. Wenn man spielt, schaut man ja gleich irgendwo rauf und hat irgendwo das Panorama im Blickfeld und das bewegt sich und das ist sehr ungewohnt. Also, als wir unter dem Seedamm durch sind, war es ganz komisch. Also hat man wirklich fast ein bisschen seekrank geworden. Doch die Seedamm-Unterquerung ist bei weitem nicht das einzige Problem beim Beachvolleyball mitten auf dem Zürichsee. Das andere sind zum Beispiel Böllen, die ständig über Bord fliegen. Ja, wir haben jetzt nicht die neuesten Böllen genommen, natürlich, um jetzt hier zu spielen. Und wir haben zum Glück ein Beiboot, das alles aufsammelt. Ich glaube, die sind super motiviert, um hier mithelfen. Von dem her haben wir, glaube ich, keinen einzigen Ball verloren. London Calling, die Olympischen Spiele in der englischen Hauptstadt, startet ja am 27. Juli. Und keine Frage, für die Schweizer Olympia-Hoffnungen ist das heute sicher die außergewöhnlichste Trainingseinheit für Olympia gewesen. Ja, schwierig zu sagen. Es ist ein bisschen eng da, die Netze ist ein bisschen tief. Aber ja, macht Spass. So viel Spass, dass am Hafen Tiefenbrunnen wohl keiner von den Stars wirklich gern von Bord ist. Vor ein paar Jahren war die Schweiz im Beachvolleyball noch führend. Sie hat bei Olympia Athen 2004 zum Beispiel eine Bronzemedaille geholt. Jetzt, für London 2012, sind die Medaillenchancen allerdings eher klein. Das hat damit zu tun, dass die grossen Volleyballnationen in den letzten Jahren extrem in Beachvolleysport investiert haben. Für Tele Zürich vom Beachvolleyschiff auf dem Zürichsee, Philipp Schmucki.